Hi, ist schon wieder Herbst, ne? Und draußen fallen die Blätter und es ist eine dufte Gelegenheit, um ein paar Workshops zu machen. Da passt es doch direkt, dass mein neues Workshop-Programm am Start ist. Und ich dachte, bevor ihr Nase bohrt und nicht wisst, was gemeint ist, erzähle ich euch doch ein bisschen, was in diesem Workshop so passiert und welche Songs wir so machen, damit ihr Bescheid wisst. Für den Fall, dass ihr das alles so geil findet, dass ihr euch gar nicht entscheiden könnt, da gibt es gleich zum Anfang einen Mega-Tipp. Das Einmal mit allem. Wie der Name sagt, Einmal mit allem gibt es mit Schaf. Da sind dann auch die Ukulele-Workouts dabei. Zu denen sage ich nachher vielleicht noch ein bisschen was. Und alle Abendkurse ohne Ausnahmen, keine Fragen, keine Gefangenen, yeah. Findet ihr wie alle anderen Workshops, zu denen ihr vielleicht noch mehr Details oder die genauen Songlisten oder Kram haben wollt oder ihr euch anmelden wollt, auf meiner Webseite ukuleleworkout.de Workshops. Ihr wisst Bescheid. So, der erste Workshop, ich muss verrückt sein, ist direkt kostenlos. Und den dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Vor allen Dingen, wenn ihr meinen Aufbau-Akkordspiel-Dings-Kurs total geil fand. Weil ist Aufbauspiel-Akkord-Dingsbums Volume 2 sozusagen die volle Schippe drauf. Yeah. Spielen wir so lustige Sachen wie zum Beispiel. Don't you worry there, my honey. We might not have any money, but we've got our love to pay the bills. Oder auch. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Yeah, baby. You need, you can count on me. Like one, two, three, and I'll be there. Iso Herquists Akkordspiel Aufbaukurs Volume 2. Kostenlos. Bist du dabei? Denn alles, was sich reimt, ist gut. Auch im November Funky Attitude Pimp Your Strumming. Wenn euer Strumming so ein bisschen schnarch ist und ihr denkt, dann ist das genau das Richtige für euch. Wir machen funky Scratches und Slide und Bam, Dead Note und lauter so Kram dazu, damit euer Strumming auch in ganz normalen Popsongs total geil und funky ist. Also, get ready to move your booty. Ow! Funky Attitude, pimp your strumming. Ja, ist das schon der Sound von Jimi Hendrix? Oder ist das der Anfang von Chord-Solos? Egal, es ist totgeil, wenn man es kann. Und ich meine damit, Akkordspiel und Melodiespiel so ein bisschen zusammenzuhängen. Jimi Hendrix konnte das. Und ihr könnt es auch nach meinem Workshop. Schon fast Dezember, also eher so Ende November, geht es los mit 90s Alternative Rock Volume 2. Bam! Denn mir geht es ein bisschen darum, dass wir diesen Sound von dieser 90er Rockmusik so richtig authentisch rüberbringen und nicht so. Ihr wisst Bescheid, ne? Und da ist zum Beispiel dieses Ding hier dabei. Was nicht heißt, dass es nicht ein bisschen wild wird.
Und dann ist auch erstmal Weihnachten. Da machen wir alle Weihnachten. Habt ihr meine Weihnachtslieder vom letzten Jahr schon gehabt? Habt ihr gar nicht auf dem Schirm? Geht ja gar nicht. Geiler Scheiß. Und Pay What You Like könnt ihr in meinem Archiv gucken. Da könnt ihr auch in die Songs reinhören. Übrigens, seit neuestem. Total schick. Nur so draufklicken. Bam. Und dann haben wir schon Januar und alle so neue Ukulele am Start. Wird Zeit, dass wir auch ein paar neue Songs dafür machen. Deswegen habe ich den 2K Pop Songs Extra. Das sind mal ein paar Stücke Baujahr 2000 und später oder tendenziell generell eher so plus 2000. So, also quasi Keen oder Harry Styles oder Taylor Swift, so Zeug eben. Und damit ihr gucken könnt, ob das was für euch ist, ist dieser erste Workshop mit dem Harry Styles Ding auch direkt kostenlos. 2K Pop Songs Extra, das darfst du eigentlich nicht verpassen. Ja, und für die etwas gediegeneren unter uns gibt es die Easy Chord Solos. Also, ISO, mach, dass ich Chord Solos spielen kann. Und ich so, okay. Sind auch wieder 4 plus 1, soll heißen, der erste ist free, kostenlos. Bist du einfach dabei, guckst, ob das was für dich ist. Denn das Problem mit den Chord-Solos ist echt schwieriger Kram, muss man scheiße viel üben. Deswegen habe ich erstens gedacht, ist vielleicht eine gute Idee, wenn man zwischen den einzelnen Songs nicht nur ein Wöchelchen hat, sondern so einen ganzen Monat zum Üben. Macht Sinn, finde ich. Wenn ihr das nicht findet, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Und das andere ist, scheißegal, ob das schwer ist. Irgendwann muss man mal anfangen. Apropos Anfang für alle, die zu Weihnachten eine nagelneue Ukulele gekriegt haben. Werden. Für alle, die zu Weihnachten eine nagelneue Ukulele gekriegt haben werden. Oder falls ihr jemandem eine Ukulele schenken wollt. Die müssen ja auch irgendwie anfangen dann damit, ne? Und dafür gibt es meinen Anfängerkurs. Den könnt ihr natürlich hier bei YouTube machen. Der ist ja auch ganz kostenlos. Und inzwischen auch so live und Stereo und Farbe. Aber wenn ihr den ISO so ganz in echt haben wollt, dann habe ich tatsächlich im Januar einen In-Echt-Anfänger-Workshop. Findet ihr auf meiner Website. Ist natürlich hier in Frankfurt und das Beam ist noch nicht erfunden. Aber hey! Strumming Pattern Machine, yeah. Die Home Edition gab's ja schon. Strumming Pattern Machine war ein Livestream. Fand ich eigentlich ganz cool. Denn so oft sitzt du da mit deinem Lieblingssong und denkst, wie kriege ich nur ein geiles Strumming Pattern dafür zusammen? Ja, das erkläre ich dir in diesem Workshop, wie man das macht. Anfangen tun wir mit einem Satz funktionierender Ohren. Sowas hast du hoffentlich serienmäßig installiert. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Das wird super. Ba, 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 ba. May the fifth be with you. One, two, three, four. Had a miles, had a rent. Yes, got him for sale. Ja, ja. Musiktheorie ist voll schnarch, voll ollöde, stinklangweilig, braucht kein Mensch. Mhm. Wenn du das glaubst, bitteschön. 4 uralte Blueshauer, Swinghauer. Und wenn ihr die drauf habt, erkläre ich euch, warum es eine super Sache ist, den Quinten zirkeln zu können. Vielleicht machen wir es auch andersrum. Also vielleicht spielen wir erstmal was und dann erkläre ich den Quintenzirkel und dann spielen wir noch 3 weitere und ihr alle so oh und ah, ganz sicher. Mr. Simon. Ein mächtiger Verbündeter der Quintenzirkel ist. Ja, und wenn ihr keinen Bock auf den Scheiß habt, dann macht ihr einfach nur den Workshop und habt nachher 4 saugeile Blues- und Swing-Nummern am Start. Ist auch geil.
Das ist geil, Alter! Deswegen habe ich einen Workshop, der heißt It's All About Bass. Weil ich finde, jeder sollte ein bisschen Bass spielen können. Denn Bassisten sind halt die besseren Menschen. Netter, cooler und vor allen Dingen sau sexy. Und wenn man das alles in sein Ukulele-Spiel einbaut, dann ist man der bessere Ukulele-Spieler. Cool. Schnufte und vor allen Dingen sau sexy. Und das wollen wir doch irgendwie alle, oder? Wer Jazz macht, was auch immer Jazz sein mag, der benutzt vielleicht das Real Book. Falls ihr das noch nicht gehört habt, ein Standardwerk, wo so Jazz-Kram drinsteht. Da steht aber eigentlich gar nicht so viel drin. Wie man aus so einem Lead Sheet, wie man es im Real Book findet, geilen Jazz macht, das erkläre ich euch in diesem Workshop. So mit Kicks und Licks und Arrangement und Intro und Coda und lauter so Kram. Ja, und danach seid ihr Jazz. Wenn ihr aber nicht so Jazz machen wollt, sondern mehr so Swing, dann gibt es die Classic Swing Crooner Volume 3. Drei schon. Krass, weil die ersten zwei waren recht geil. Die findet ihr übrigens noch im Archiv. Und damit alle Spaß dran haben, weil Swing ist gut für dich und Swing ist gesund und Swing macht gute Laune, habe ich jetzt in diesem Workshop speziell darauf geachtet, dass mir so richtig Bottom Level einsteigen können. Okay, muss man vielleicht ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, so als blutiger Einsteiger. Aber hey, also diesmal achte ich besonders drauf, dass für alle was dabei ist und habe so vier Stück völlig erdbeerig zum mit Schwung die Zähne reinversenken vorbereitet. Da ist zum Beispiel dieses Ding hier dabei. My broken heart and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from that storm cold. Und damit ihr mal gucken könnt, ob das was für euch ist, der erste Teil von 5 ist kostenlos. Einfach so mitmachen, dabei sein. Ja, das war das auch schon mit meinen Ukulele-Workshops. Jetzt wollte ich vielleicht noch zwei Takte zu den Ukulele-Workouts sagen. Klar, man kann sein Leben lang mit 3 Akkorden und einem schepprigen Schlagmuster gut zurechtkommen und viel Spaß haben. Aber ehrlich, so bescheiden muss man doch jetzt eigentlich nicht sein im 21. Jahrhundert, oder? Die Ukulele-Workouts, das ist im Grunde sowas wie betreutes Üben. Kommt einmal die Woche zu mir in den Workshop, 45 Minuten, machen wir ganz viele lustige Übungen. Und wenn ihr natürlich zu den Harten gehört, dann könnt ihr, weil es ist ja ein aufgezeichneter Stream dann am Ende, könnt ihr das noch 6 Mal machen bis zum nächsten Dienstag, 18.30 Uhr jedes Mal. In dieser Season habe ich einiges dabei in den Workouts, was so ein bisschen spezifischer ist. Das ist einmal Bossa, ein bisschen Blues, ein bisschen Fingerpicking. Wobei ich dieses Fingerpicking Fingerpicking Matters genannt habe. Vielleicht kommt ihr drauf, von welchem Stück ich das Fingerpicking geklaut habe. Und dann gibt es noch ein Swing Phrases extra, weil in dem April ist dann sowieso gerade Swing angesagt. Und da schadet es nicht, ein bisschen extra Training zu kriegen, nicht wahr? Genau, und für alle, die die schicke Ukulele zu Weihnachten bekommen haben werden, für die gibt es dann noch ein Building Basics. Das ist so der Kram, wo wir uns nochmal ordentlich auf die Finger schauen und zusehen, dass das alles stimmt und geil ist und so. Die Workouts bauen nicht aufeinander auf. Das heißt, es sind immer so 4er-Päckchen. Ihr könnt dieses 4er-Päckchen mitnehmen. Oder ihr könnt es einfach laufend machen. Da könnt ihr ein Abo bei mir haben. Probiert es mal aus. Es gibt inzwischen ganz viele kostenlose Workouts zum Ausprobieren. Entweder direkt bei YouTube oder über meine Webseite könnt ihr im Archiv gucken, Workouts ausprobieren. Wenn ihr Fragen, Grüße, Wünsche, Anregungen habt, dann haut die runter in die Kommentare. Außerdem könnt ihr meinen Kanal abonnieren, weil ich werde versuchen, den einen oder anderen Song aus den Workshops hier zu posten als Dingsbums. Wie heißt das? Als Dings halt. Und überhaupt ist mein Kanal so dufte, den kann man einfach mal abonnieren. Würde sagen, wie seh's in einem meiner Workshops oder auf einem Festival oder sonst irgendwie. Habt das gut. Tschüss.